Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Ladengalerie der Tageszeitung Junge Welt und des Kulturmagazins Melodie und Rhythmus. Und ebenso einen guten Abend an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Veranstaltung in unserem Online-Kanal verfolgen. Heute vor 250 Jahren ist Georg Wilhelm Friedrich Hegel geboren worden. Ein Philosoph, der bis heute enorme Bedeutung hat und bei Durchdringung der Philosophiegeschichte erkennt man, dass sich halt eben alle nach 1830 entstehenden großen philosophischen Strömungen, also nach 1831 bedeutet nach dem Todesjahr Hegels, dass diese philosophischen Strömungen sich dadurch geschaffen haben, sage ich mal, dass sie sich an Hegel abarbeiten mussten. Also sie haben sozusagen ihre eigene Art und Weise zu denken und zu philosophieren dadurch entwickelt, dass sie sich an Hegel abarbeiten mussten. Stichwort Feuerbach und Trendelenburg. Um das Werk von Hegel geht es heute Abend. Wir wollen um eine Lektüre dieses Werkes zu ermöglichen, eine gewisse Hilfestellung geben. Und deswegen stellen wir heute zwei Bücher vor, die sehr viel damit zu tun haben mit meinem Gesprächspartner. Und ich sage es mal philosophisch, neben mir sitzt eine Monade. Und eine Monade, das ist ein kugelrunder Spiegel und der kann deswegen die Welt halt eben von allen Seiten spiegeln und nimmt dadurch eine enorme Masse an Fakten und Zusammenhängen in sich auf, von denen wir einen kleinen Teil vermutlich sogar nur in Form von Artikeln und Vorträgen, Büchern, Theaterstücken und halt eben auch Hörbüchern, Hörspielen von ihm dann also zurückbekommen, sodass ich hier in dem Buch, um das es unter anderem auch geht, meine ein Zitat gefunden zu haben, was nicht schlecht ist, um ihn noch weiter vorzustellen. Der große Sinn, der in die Natur oder in die Geschichte blickt, also der große Sinn, das ist er, die Monade, der in die Natur oder in die Geschichte blickt, macht große Erfahrungen, erblickt das Vernünftige und spricht es aus. Und genau diese Person haben wir jetzt hier auf dem Podium in der Ladengalerie und sein Name ist Dietmar Dart und herzlich willkommen. Vielen Dank. Mein Name ist Andreas Süllinghorst, ich bin in der Leitung des Verlags 8. Mai, in dem Junge Welt und Melodie und Rhythmus erscheinen. Und in diesem, also jetzt im Horizont der heutigen Veranstaltung, finde ich, darf ich auch einmal sagen, ich bin Vorsitzender der Gesellschaft für Dialektische Philosophie, wo du ja auch schon mal unterwegs warst. Wir haben uns in Österreich gesehen, ja. Genau. Als ich es dann gefunden hatte, den Veranstaltungsort. Was nicht einfach war. Also es war nicht einfach, ihr habt es gut versteckt, man musste wirklich wollen. Ja, man musste wollen, genau. Ja, die zwei Bücher. Ich sage, das Monadenhafte, das tritt auf alle Fälle auch in dem Buch 100 Seiten Georg Wilhelm Friedrich Hegel auf, weil wir dort in die damalige Zeit eingeführt werden, immer wieder Sprünge ins Hier und Heute gemacht werden und immer neue überraschende Zusammenhänge auch vorgeführt werden, die uns Hegel bis Hegel hier besonders lebendig machen. Man lernt viele Naturwissenschaftler und Mathematiker kennen, das kommt noch dazu.
Was er von, also was wir von der Lektüre dieses Hegel, genannten Hegel-Buchs zu erwarten haben, da gibt er so ein paar Stichworte in den auf den ersten Seiten. Also hier werden in dem Buch keine Merk- oder Leitsätze, Lehrsätze aufgestellt, die man bejahen könnte. Vielmehr geht es darum, dass man er selber auch, was an Hegel ihn zum, also einen Anstoß erregt hat, das ist eigentlich das für ihn Entscheidende und Wichtige und denkt und sagt dann halt eben auch, wer halt eben Anstoß erregt, gut, der muss bei Hegel selbst nachlesen und halt eben entsprechend auch selbst denken. Und wir haben dann genau solche Einsichten wie die einzige simple Regel, für Hegel ist, es gibt keine simple Regel für Hegel. Wir sprechen also heute über den Widerspruchsdenker Hegel mit dem eben solchen Widerspruchsdenker Dart. Und in diesem Büchlein zu Hegel, was ich gerade genannt habe, sind recht wenige Zitate aus dem Werk von Georg Wilhelm Friedrich, dafür aber auf über 100 Seiten ziemlich geballt dann eine hervorragende Auswahl von Sätzen, die natürlich es nicht einen ersparen lassen, die Systematik oder das System, das Hegelsche System durchzustudieren. Aber man bekommt seine erste Bekanntschaft und ist insofern eine wunderbare Ergänzung zum erstgenannten Buch. Und was ich heute, worüber wir sonst nicht sprechen, noch reden möchte, das kurz an bekannt geben möchte, die Peter Hacks Gesellschaft, die hat eine Jahresgabe, sie macht jedes Jahr eine und 2020 ist also das Hegeljahr. Das ist ein Hegel, ein Hacks-Gedicht über Hegel, das kennen viele. Und eine besondere Zutat ist halt eben Klaus Ensikats Grafik, die er speziell für diese Jahresgabe auch entworfen hat. Ich nenne das einfach nur deshalb, weil heute geht es ja auch darum, dass diese beiden Bücher käuflich erworben werden können und eine sozusagen ökonomische Entscheidungshilfe ist halt eben, wer das tut, der bekommt diese Jahresgabe dazu. Das war der Werbespot gerade. Wie bekomme ich sie denn? Ja, du bekommst sie natürlich auch. Ich habe die Bücher ja schon. So, jetzt aber, warum wurde das Werk Hegels für dich wichtig? Ich meine, du wirst hier ja in dem Buch, hast du ja einen für dich selber jedenfalls hohen Anspruch, nämlich auf der einen Seite die inneren logischen Beziehungen des Hegelschen Werks für dich selber zu entwickeln und zu erarbeiten und gleichzeitig halt eben auch genau diese Philosophie mit der heutigen Gegenwart zusammenzubringen, um eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Aber es fing an vor mehr als 30 Jahren, so heißt es. Es fing an vor mehr als 30 Jahren und zwar, weil, jetzt springe ich aber zurück und raus aus der Antwort, ich kehre aber gleich zu ihr zurück. Ich möchte mich nämlich einfach erstmal bedanken, ja, bei der jungen Welt, bei dir, beim Publikum hier drin, unter ja ungewöhnlichen Bedingungen, beim Publikum draußen, unter ebenfalls ungewöhnlichen Bedingungen, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, ein paar Sachen auch richtig zu stellen, die über die Bücher im Umlauf sind. Es ist nämlich keineswegs so, dass ich sie in gleichem Ausmaß verantworte. Das Buch, das zu Hegel hinführen soll und das, wie du sehr richtig gesagt hast, zwar den Anspruch hat, das Systematische an seinem Denken, das eng mit dem Vernünftigen an seinem Denken zu tun hat und das eng mit der Auffassung von der Welt als einer vernünftigen Welt zu tun hat, durchaus zu vermitteln, aber gleichzeitig sparsam damit umzugehen, Sätze hinzustellen, die dieses System als etwas Fertiges, etwas Totes, etwas in sich Ruhendes, etwas Harmonisches unterverkaufen, würde ich mal sagen, weil man ihm damit etwas abschneidet, das wesentlich daran ist. Aber das hat natürlich Nachteile, auf die ich gleich kommen werde, denn bei Hegel ist der Wortlaut keineswegs oberflächlich, arbiträr, äußerlich, unwichtig. Er ist sehr, sehr wichtig, gerade da, wo er zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht einen anderen Wortlaut wählt. Denn die Entwicklung vom einen zum anderen Wortlaut ist Moment
dieser Systementwicklung bei ihm. Deswegen war ich sehr froh, als der Herr Oehme, einer der 15 besten Verleger der Welt, und der Herr Marlon Grohn, der an diesem Zitatenbuch bereits saß, mich eingeladen hat, mit an Bord zu kommen. Ich bin nämlich genau wie ich heute Abend Trittbrettfahrer dieses Jubiläums bin und keineswegs selbst viel dafür getan habe, verglichen damit, was dieses Jubiläum für eine Bedeutung trägt. Auch bei diesem Buch eine Art Trittbrettfahrer. Das Einzige, was ich nämlich wirklich zugeschossen habe, sind die ganzen Briefstellen. Zu dem Zeitpunkt, als ich eingeladen wurde, war ich nämlich rettungslos verloren gegangen in Hegels Briefen. Die Arbeit an dem Reklambuch war eine Arbeit mit den philosophischen Texten. Und als eine Art verlängerter Abschied von Hegel habe ich mir dann überlegt, jetzt möchte ich seiner Lebenskurve noch folgen, und ich war mit den vorhandenen Biografien einfach nicht sonderlich glücklich in den verschiedenen Sprachen, wo es welche gab, und habe gedacht, dann folge ich dieser Schnur einfach anhand der Briefe. Und das ist eine Abendlektüre vor allem, die ich sehr empfehlen kann, weil das leere Verstreichen der Zeit im eigenen Leben doch eine wunderbare Leitplanke bekommt oder ein Geländer oder von mir aus auch ein Mittelstreifen, in dem man oszillieren kann, wenn man erleben darf, dass ein Mensch zwar tatsächlich lebt, das aber fast tut wie bei einer triftigen Argumentation. Das heißt, es gibt fast keinen Brief, der nicht irgendeine Idee enthält. Und zwar keineswegs herbeigetrotzt oder irgendwie erzwungen, sondern der war halt so, wie wir bei mir zu Hause sagen. Ich komme übrigens aus Baden, wir sind die Todfeinde der Schwaben eigentlich. das Stammesdenken ist ohnehin zu überwinden. Ich habe also, wie gesagt, zu diesem Hegel-to-go-Buch nur die Briefstellen beigetragen, aber auch deswegen, weil mir das Manuskript bekannt war und ich wusste, wie hervorragend und ausgezeichnet diese Auswahl tatsächlich ist. Jetzt ein letztes präliminarisches Ding und dann tatsächlich zu meiner eigenen Spur und zu meinem Weg zu und durch Hegel und hoffentlich nie wieder raus. Warum ist der Wortlaut wichtig? Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich hier reinkam, dass hier so viele Bücher liegen. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der das Nicht-Belastet-Sein von Kenntnissen besonders qualifiziert zum Äußern von Meinungen offenbar. Je weniger du weißt, desto lauter darfst du krähen. Warum auch immer. Es hat vielleicht irgendwas mit Kapitalismus zu tun, da müssen wir jetzt nicht unbedingt drauf kommen. Aber tatsächlich ist es bei Hegel so, dass es da besonders wehtut, insofern nämlich der Versuch, sozusagen einen, wie du mich schon zitiert hast, kurzen Lehrsatz, kurzen Merksatz abzuziehen von ihm, den man in die Tasche nehmen kann, einen Fetisch, einen geschnitzten Hegel, ein Hegelpüppchen, sofort gegen eine Wand der Dummheit läuft, die da selbst von den Leuten errichtet wurde. Mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich der Aufmacher der fantastischen linksliberalen und manchmal auch nicht so linken und manchmal auch nicht mehr liberalen Zeitung Die Zeit aus Hamburg. Ich hoffe, die Kamera sieht das, wenn wir das kurz machen. Also, 250 Jahre Hegel, wird am Ende alles gut. Warum ist das so wahnsinnig scheiße und nicht nur dumm? Ja, Entschuldigung, man muss eine Schaufel nennen. Es ist deswegen so schlimm, weil es nicht ganz falsch ist. Das ist das Schlimmste daran. Denn tatsächlich gibt es bei Hegel Wendungen wie die vom Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Es gibt die Vorstellung, dass ich etwas verbessern ließe oder dass ich etwas verbessere. Es gibt überhaupt einen emphatischen Begriff von Fortschritt. Der ist aber keineswegs so, wie man, wenn da steht, am Ende wird alles gut, Fragezeichen, annehmen könnte, nämlich irgendwie teleologisch oder orthogenetisch oder religiös oder heilsgeschichtlich oder irgendetwas in dieser Art. Es gibt ja durchaus so Sachen, also es gibt zum Beispiel eine wunderbare Nonne, eine der ersten Frauen, die auf Englisch irgendwas geschrieben hat, das sich erhalten hat, Julian of Norwich, die die schönen Sätze hat, all shall be well and all manner of things shall be well. Also kommt alles in Ordnung. Oder es gibt dann später, wenn man es lieber französisch als englisch mag, diesen geistlichen Teilhard de Chardin, der strategisch klüger war als die katholische Kirche, die einfach den Darwin gleich abgelehnt hat und gesagt hat, da lässt sich doch heilsgeschichtlich vielleicht irgendwie was draus saugen. Und dann gesagt hat, na, es ist eine ständige Höherentwicklung irgendwie zum Omega-Punkt und zu Gott hin und so. Und das nannte er dann Orthogenese und der war auch als Ausgräber von Fossilien tätig und hat da dann ein bisschen was gefälscht und so, wie die Theologen das halt machen. Prima Kerl. Und ich rechne damit, dass er irgendwann heilig gesprochen wird. Also diese Tradition von es wird alles super, die gibt es. Und bei Hegel klingt es, und das ist der Punkt, wenn er vom Fortschritt redet, ganz anders. Nämlich zum Beispiel so,
Also dieser Vorspann zu diesem Zeitschwachsinn hier sagt, ja, aber die Welt fällt doch auseinander und wie kann denn ein Philosoph und wie kann er denn glauben, es wird alles immer besser und so weiter. In dem, was die für das Auseinanderfallen halten, nämlich einfach antagonistischen Geschichten in der Gesellschaft, Scheißdreck, Dummheit, Ausbeutung, Unterdrückung, reaktionärer Mist, in diesem Prozess passiert etwas, das Fortschritt sein kann. Und Hegel redet, also wenn er von Fortschritt redet, durchaus von üblen Sachen. Ich halte mich daran, dass der Weltgeist der Zeit das Kommandowort zu avancieren gegeben. Solchem Kommando wird pariert. Dies Wesen schreitet wie eine gepanzerte, festgeschlossene Phalanx unwiderstehlich und mit so unmerklicher Bewegung, hier haben wir schon ein dialektisches Moment, unwiderstehlich, mit unmerklicher Bewegung, als die Sonne schreitet, vorwärts durch dick und dünne, unzählbare leichte Truppen gegen und für dasselbe, flankieren drumherum. Die meisten wissen gar von nichts, als zum Beispiel die Zeit in Hamburg, um was es sich handelt und kriegen nur Stöße durch den Kopf wie von einer unsichtbaren Hand. Alles verweilerische Geflunkere, das war das, was du vorhin gesagt hast, sie haben sich alle an ihm abgearbeitet. Er hat die Stöße schon gesehen, die von ihm ausgehen und die manchen Kopf irgendwie ruinieren würden. Alles verweilerische Geflunkere und weisemacherische Luftstreicherei hilft nichts dagegen. Es kann diesem Kolossen etwa bis an die Schuhriemen reichen und ein bisschen Schuhwichse oder Kot daran schmieren, aber vermag dieselben nicht zu lösen, viel weniger die Götterschuhe mit den elastischen Schwungsohlen oder gar die 7-Meilen-Stiefel, wenn er diese anlegt, das sind die sogenannten Sprünge, auszuziehen. Die sicherste, nämlich innerlich und äußerlich, Partie ist wohl, den Avance-Riesen fest im Auge zu behalten. Ja, das hat er gemacht. Wie bin ich zu ihm gekommen? Marxismus. Leute haben mir gesagt, so Leute wie Lenin, also durchaus Leute von Statur, man versteht das alles besser, wenn man Hegel versteht. Man versteht Marxens Argumentationsweise besser. Es gibt von einem Japaner ein sehr schönes Buch über die Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, also so eine Art Vorkapital von Marx, wo er im Detail sogar zeigt, wie Bewegungen in der hegelschen Logik sich da wiederfinden. Das darf man nur nicht als irgendeine wolkige Analogie verstehen im Sinne des Strukturalismus. Aus irgendeinem Grund gibt es diese Muster. Sondern der entscheidende Punkt ist ja, waren das Konzepte in Hegels Kopf? Diese Umschläge, diese dialektischen Bewegungen, diese, dass etwas unaufhaltsam ist, aber unmerklich voranschreitet. Die Tatsache, dass interessante Gegensätze, keineswegs alle Gegensätze, aber interessante Gegensätze so funktionieren, dass etwas stimmen kann und das Gegenteil auch. Irgendjemand anders hat mal gesagt, ich habe leider vergessen, wer es war, das Gegenteil einer trivialen Wahrheit ist falsch, das Gegenteil einer großen Wahrheit kann ebenfalls wahr sein. Aber eben nur in einer Bewegung und nicht in einem idiotischen Paradox. All diese Dinge, die ich dann viel später tatsächlich wiedergefunden habe in der Erfahrung und eben nicht im Philosophieseminar, also so Sachen wie, etwas schlägt in sein Gegenteil um, das habe ich auf Heavy-Metal-Konzerten gelernt. Geräusche sind das, was man braucht zum Hören. Licht ist das, was man braucht zum Sehen. Wenn es laut genug wird, bist du aber taub. Das ist wie absolute Stille. Wenn es hell genug wird, bist du blind. Das ist wie völlige Dunkelheit. Das sind Naturvorgänge. Das ist nicht irgendwas, was irgendjemand sich zusammenphilosophiert. Ich habe nur diese Dinge, die ich, und so geht es, glaube ich, jeder und jedem, wenn sie eine Zeit wirklich mit Hegel verbringen und, wie du sagst, versuchen es zu durchdringen, die ich sehr viel später eben erst wiedergefunden habe, tatsächlich schon in Hegels Sätzen nicht gefunden, als ich das erste Mal in sie reingeguckt habe. Weil das waren einfach Sätze, um ganz unbescheiden zu sein, die sind noch schlimmer als meine, also über 3 Seiten oder so. Und dann musst du diese Gliedmaßen sortieren und so. Und ich hatte eben noch nicht die Lektion gelernt, dass in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle, wenn Hegel sich bietet, eine Parataxe, eine Reihung zu machen und tatsächlich anfängt zu schachteln, der Sachverhalt auch so ist, den er meint. Das heißt, er schreibt halt so schwierig, wie der Gedanke an der Stelle einfach ist, da kann man halt nichts machen. Aber ich lebte damals in meinem eigenen Twitter, das es noch nicht gab vor 30 Jahren, Twitter im Sinne von, was ich nicht verstehe, ist schuld daran, dass ich es nicht verstehe. Das ist ja auch so ein Ding heute, dass das validiert wird, wer doof ist, hat recht. Ja, das ist eine ganz schlimme Mob-Mentalität, die vor allen Dingen dann durchdringt in Institutionen. Also wenn dann Verlage sagen, folgende idiotische Reaktionen gab es auf die letzten paar Bücher, wir müssen die nächsten jetzt so machen, dass diese Idioten sie verstehen. Das ist, wie ich mal in anderer
Reihe und in anderer Umgebung gesagt habe, eine Säge, die überall in der bürgerlichen Kultur, aber übrigens nicht in der jungen Welt, angesetzt wird und deren Nachteil ist, sie funktioniert nur stammeinwärts. Also wenn man lange genug sägt, wird man schon sehen, was man davon hat. Aber wie gesagt, damals war es einfach eine unüberwindliche Hürde am Anfang. Und ich dachte, was soll dieser Qualz da? Und dann sind irgendwie da Wörter wie Vernunft und Verstand und so, für die ich so einen Hausschuhgebrauch kannte. Vernünftig ist, wenn du sparst. Ja. Mhm. Verstand hast du, wenn du zur Tanzschule gehst, weil dann kriegst du auch eine Freundin und so. Hegel meinte doch irgendwie was anderes damit. Und dann war es noch im selben Satz, Verstand und Vernunft. Und ich dachte, wieso, das sind doch Synonyme. Also, bei ihm aber nicht. Nee. Und solche Sachen. Naja, und dann war ich furchtbar abgeschreckt. Und im Grunde gerettet für Hegel hat mich die Hartnäckigkeit tatsächlich seines immer wieder Auftauchens in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Und zwar interessanterweise in allen Zusammenhängen, in denen noch etwas übrig geblieben ist von dem großen historischen Moment, der als großer Schock für ihn und seine beiden anderen da im Tübinger Stift, den Hölderlin und den Schelling, die Epoche gekennzeichnet hat, nämlich, dass das Bürgertum tatsächlich mal 5 Minuten im Recht war. Dass das eine Klasse war, von der wir viele schlimme Sachen dann kennengelernt haben später, die aber tatsächlich kurz mal einen Auftrag hatte, irgendwie ein bisschen Vernunft in die Welt zu bringen. Und das heißt aber, so meine Erfahrung, überall von exoterischen naturwissenschaftlichen Sachen bis zu esoterischsten ästhetischen Problemen, wo man einem Rest von Vernunft begegnet, wird man in irgendeiner Form einem Problem oder einer Antwort begegnen, die man bei Hegel auch finden kann. Und insofern würde ich sozusagen wie beim Pokerspiel mit deinem Satz mitgehen, sie arbeiten sich alle an ihm ab und würde erhöhen, wie man es beim Poker macht, selbst die, die es nicht wissen, arbeiten sich an ihm ab. Sie arbeiten sich nämlich an dem historischen Moment dieser großen Vernunft, den es da mal kurz gab, nach wie vor ab. Aber es ging bei dir ja so um 1990 los. Um 90, ja, also um genau. 90 herum. Ich meine, das ist ja nicht irgendeine Zeit. Ne? Das ist ja auch nicht irgendeine Zeit. Und der wunderbare Satz, den du da auch formulierst, ist, dass man in einer idiotischen Zeit lebt, die das Denkvermögen selbst derjenigen einschränkt, die den niedrigen Horizont dieser Zeit überwinden wollen. Ich kann das fast nur nochmal unterschreiben, obwohl es von mir ist. Manchmal sagt man was und denkt, das war es jetzt dann doch, aber was ich gerade eben gesagt habe, wo man Spuren von Vernunft findet, es ist ja tatsächlich so, dass zu der Zeit, als Hegel gedacht hat, zum Beispiel das Verhältnis zu Naturwissenschaften oder das Verhältnis von Philosophie zu Naturwissenschaften so klar noch nicht war. Also es gab in dem Sinn auch keine Disziplin Physik an der Uni und solche Geschichten. Aber es war eben schon klar, also das ist ein Philosoph. Was heißt Philosoph? Philosoph ist eines der Worte aus dem Griechischen, die das Bürgertum aus den Gesteinsschichten sozusagen des fossilierten Menschheitswissens rausgeholt hat, ähnlich wie das Wort Demokratie. Ne? Demos heißt Volk, Kratien heißt Herrschen, das Wort Republik aus der römischen Antike. Es hieß zwar immer was anderes, aber es war vor allen Dingen ein Entgegensetzen dessen, was man selbst begonnen hat und tun will, gegen das Mittelalter, gegen die ständische Welt, gegen die feudale Welt, gegen die religiöse Welt. In dem Sinne, dass man sagt, es gab mal was anderes, das war eben die Antike, und wir wollen auch was anderes als das, was es da irgendwie in der Zwischenzeit gegeben hat. Und was war dann also Philosophie? Philos, Sophia, die Liebe zur Weisheit, die Liebe zum Wissen, die ionische Naturphilosophie zum Beispiel ist ein Embryo dessen, was dann heute Naturwissenschaft wäre. Und für diese Bürger, die das wiederentdeckt haben, war es eben so, die Leute, die wir Aufklärer nennen in Frankreich, Materialisten, die nannten sich Philosoph, die Philosophen. Und die Wissensform, um die es ging, war entgegengesetzt der vorbürgerlichen, der feudalen, im Sinne von, wir legen ein Buch aus, also meistens war es die Bibel, Aristoteles war noch erlaubt, 2, 3 Sachen waren noch erlaubt, die Kirchenväter irgendwie auf Amazon, Kirchenväter, die dieses gelesen haben, akzeptieren auch einen Teil der Griechen. Also Bücher, Offenbarung, da wurde dann völlig gemogelt, weil da kannst du ja alles erzählen, aber vor allen Dingen Tradition. Und Philosophie ist dem gegenüber mit dem Kopf überprüfen, zweifeln, unter Umständen testen, Experimente, Galilei, Newton und so weiter. Und sozusagen die systematische Ideenlehre dazu war eben diese aufgeklärte Philosophie. Und das Erstaunliche ist jetzt, weil du sagst 1990 ein Zeitalter der Verblödung beginnt, im Grunde beginnt ja mit dem
Umschwung vom Bürgertum als einer Klasse, die sich emanzipiert und die verspricht, die ganze Welt zu emanzipieren, in diesem Moment, kennen wir alle, Erklärung der Menschenrechte und so weiter, in dem Moment, wo das nicht mehr wahr ist oder wo man es endlich sieht, dass es nicht mehr wahr ist, also so spätestens um 1900, wo klar wird, dieses Versprechen, wir werden nicht nur den Adel los, sondern Ausbeutung, Unterdrückung, Ausgrenzung, Einschluss und so weiter, das wird alles enden, denn jetzt beginnt das Zeitalter des Lichts und so weiter, das berühmte fortschrittsgläubige 19. Jahrhundert, kippt in eine Welt der unfassbaren Brutalität. Im Ersten Weltkrieg haben es dann alle gesehen. Und parallel dazu wird das offizielle Denken des Bürgertums irrationalistisch, verrückt, skeptisch, das Gegenteil von Hegel. Einfach verrückt. Und Hegel sagt ja, die Welt ist vernünftig, weil er damit etwas transportiert und verallgemeinert und universalisiert, das im Grunde unausgesprochen in so einer Praxis steckt wie in der Naturwissenschaft. In dem Moment, wo ich nicht glaube, dass die Welt vernünftig ist, glaube ich nicht, dass sie der Vernunft zugänglich ist, also brauche ich auch nicht rechnen, also brauche ich auch keine Experimente machen. David Hume, großer Skeptiker, sagt, woher weiß ich denn, wenn die Sonne 10.000 Mal aufgegangen ist, dass sie beim 10.001. Mal das auch tun wird? Also ich glaube da gar nicht dran, Naturgesetze und so weiter. Meine Lösung dieser Sache inzwischen lautet wirklich administrativ. Wer sich nicht dazu bequemen kann, die Welt in diesem Sinne für vernünftig zu halten, nämlich zugänglich unserer Vernunft und dann zugänglich der Verbesserung unserer Vernunft, was wir gestern wussten, war doch nicht ganz richtig, neues Phänomen und so weiter, weiterlernen, okay, umarbeiten. Wer das nicht glaubt, dass wir unser Wissen an irgendeinem Punkt gesellschaftlich erben, weil die Menschheit so und so viel weiß zu dem Zeitpunkt, wo wir die Bühne betreten und dass es uns dann aufgegeben ist, das zu verbessern und diese vernünftige Welt zu durchdringen und unsere Vernunft durchdringen zu, wer das alles nicht glaubt, soll diese verdammten Sachen nicht benutzen dürfen. Schreibt doch nicht in den Computer rein, es gibt keine Mathematik. Weg damit, dann denk es, vielleicht höre ich es ja dann oder so. Also ich bin wirklich dafür, dass sozusagen dieser unfassbare Zwiespalt zwischen einer Praxis, die diese Dinge die ganze Zeit nutzen will, und zwar für völlig irrationale und bescheuerte Zwecke, zum Beispiel Profitmacherei, dass der das Maul verbunden gehört mit dieser Schlechtmacherei von allem Möglichen. Ich habe jetzt einen Theaterregisseur erlebt, der mir auf der Grundlage irgendeiner obskuren französischen Scheiße erzählt, ich habe noch eine Frage zu unserem Stück, sind Dialoge überhaupt möglich? Meine Antwort war, wer hat das gefragt? Also, in dem, was sie tun, ist Irrsinn. Wie soll das denn gehen? Es gibt keinen Dialog. Wenn du mir das sagen willst, hast du gerade einen eröffnet. Oder diese Scheiße mit Inkommensurabilität. Da wird behauptet, wir werden nie verstehen, wie die gedacht haben im Mittelalter. Man kann überhaupt einen anderen Menschen nie ganz verstehen, pipapo. Ja, da ist ein Denkfehler drin. Wenn ich sage, jemand sagt irgendwas und der andere kann es nicht übersetzen und nicht verstehen, behaupte ich damit, dass ich es verstanden habe und auch den anderen verstehe, sonst kann ich diesen Zwiespalt nicht. Ich kann nicht sagen, das trifft es nicht, wenn ich nicht beides weiß. Also gibt es offenbar ein drittes, wo es doch geht. Diese ganze Selbstwidersprüchlichkeit auf schlechte Art, das sind schlechte Widersprüche, es sind nämlich unverbundene Sachen, die einfach nebeneinander stehen, die nicht in Bewegung sind. Das ist alles eine einzige, zu deinem, sie arbeiten sich ab, eine einzige Verneinung dieses Anspruchs, dass Vernunft zu sein hat. Und mir wäre es lieb, wenn gesellschaftliche Kräfte existieren würden, sich bereit finden, sich organisieren würden, nicht nur an den Universitäten, sondern auch im Alltagsleben, die mit derselben Wucht, mit der Hegel diese Dinge zurückweist, diesen Irrationalismus, die gesellschaftlichen Grundlagen verändern, auf denen dieser Wahnsinn blüht. Okay, Dietmar, mein Konzept ist jetzt hin, ne? Ist klar. Tut mir leid. Du hast einmal, ich krieg immer so eine Wut, wenn es um diesen Schwachsinn schon geht. Schon mal so einen Rundschlag gemacht zu allem, was wir irgendwie noch genauer besprechen können. Wer war dieser Hegel? Das sollte uns jetzt für ein paar Minuten interessieren. Du eröffnest das im zweiten Kapitel mit der größte Widerspruchsdenker der Philosophiegeschichte. Ist in zwei Widersprüche hineingeboren. Feudalismus wird dann vom Bürgertum aufgehoben und der Protestantismus. Ich denke, die daran, wo man sich, wo man Hegel vielleicht sogar am besten kennt, das ist dieser Satz, was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, zumal das ja auch der Spruch, die Aussage ist,
womit sich dann auch die nach rechts hin bewegende Philosophie, also ich weiß es nicht, ob Herr Kaube, der ja heute, ich meine, das ist ja der Mitherausgeber der FAZ, der ist ja auch heute hier in Berlin im Brechthaus, ob der diesen Satz auch nimmt, und er wird ihn sicherlich ganz anders erklären, wie du das gemacht hast in dem Buch, und jetzt vielleicht auch hier für unsere Zuschauerinnen, Zuschauer und das Publikum. Ja, mein lieber Chef spricht tatsächlich gerade im Brechthaus. Er hat auch ein Hegel-Buch geschrieben, auch ist gut, weil das ist ein richtiger Trumm, Hegels Welt, ich bin erst halb durch. Ich weiß aber, dass der Satz eine Rolle spielt, weil wir uns über den Satz unter anderem unterhalten haben. Es gibt, sagen wir mal, von diesem Horizont, den ich bürgerlich genannt habe, was ich ja durchaus mit Hochachtung meine, an der Stelle, an der das Versprechen gemacht wurde, das dann gebrochen wurde, das Emanzipationsversprechen. Vor diesem Horizont gibt es tatsächlich einige Differenzen zwischen Kaubes Hegel-Lektüre und meiner. An dieser Stelle ein kleiner Teaser oder Trailer, sagt man im Kino. Der Herr Kaube und ich, wir werden uns auf der Buchmesse darüber unterhalten. Wir haben eine halbe Stunde, um unsere Widersprüche zu klären. Der angefragte Schiedsrichter Jürgen Habermas hatte keine Zeit. Das heißt, wir müssen es direkt machen. Aber ist vielleicht ganz gut, weil am Ende ist der parteilich. Für Gott oder sowas. Aber in der Tat ist es also so, dieser Satz, der ja aus der Grundlage der Rechtsphilosophie kommt, der lässt mehrere Interpretationen zu. Das ist sozusagen ein Gelenk. Wenn ich einen Roboter baue, habe ich fixe Teile, den Arm, der ist fix, und dann habe ich Gelenkteile. Und diese Maschine, dieses System, das Hegel gebaut hat, das sehr beweglich ist und viel zusammenbauen helfen kann, hat so Stellen, an denen dann Rechtshegelianismus entsteht, rechts wirklich im Sinne von politisch rechts, genau. Nicht das Recht, nicht die EU. Und der berühmte Links- oder Junghegelianismus, den man ja sozusagen als Eierschale dessen, wo Marx dann und Engels rausschlüpfen, betrachten kann. Und in der Tat, die entscheidende Frage ist, wenn man solche urhegelianischen Marx-Wendungen betrachtet wie die Waffe der Kritik, aber wir brauchen auch die Kritik der Waffen, dann sieht man schon, diese Gelenkqualität hat damit zu tun, wenn ich etwas drehe und wende, was sagt es mir dann, und nicht einfach nur, wenn ich es fantasielos versuche zu vollstrecken. Was heißt denn, was vernünftig ist es wirklich und was wirklich ist es vernünftig? Das kann heißen, friss das Vorgefundene. Akzeptiere die Gewaltverhältnisse, wie sie sind. Hier rächt es sich jetzt, wenn man Hegel nicht kennt. Genau was du sagst, Lektüre, gegen nichts, bis zum letzten Atemzug und den letzten Veröffentlichungen, hat er so gewütet wie einfach ererbten Müll. Also einfach Sachen, die Standesprivilegien und so weiter. Wenn es gegen England ging, wenn es gegen irgendwas ging, dann ging es immer dagegen. Die haben diesen ganzen Gerümpelkram da noch. Und es ist überhaupt nicht durchdacht. Es ist nicht durchdacht, was da passiert. Es ist einfach übernommen. Also da hätten wir ein erstes, Sherlock Holmes würde sagen, Indiz, dass es vielleicht so als Anbetung des Vorhandenen nicht gemeint sein kann. Wenn doch das Vorhandene, wenn es nur tradiert ist, ihm so zuwider war. Wie kann es denn noch gemeint sein? Also dieses Gerücht hält sich hartnäckig, und das hat viel damit zu tun, jetzt plaudere ich was aus, was wir vor der Veranstaltung kurz besprochen haben, nämlich, dass natürlich da alle vorhandenen Gesellschaften, die wir kennen, aus denen die Klassiker alle kommen, diese ganzen Philosophen und Philosophinnen, wenn es denn welche gibt, waren Klassengesellschaften, waren Unterdrückungsgesellschaften. Die rührende Vorstellung, dass alles, was so ein Mensch aufschreibt, auch alles ist, was dazu zu sagen ist durch diesen Menschen, hat noch nie etwas davon gehört, dass man keinen Ärger will oder jedenfalls nicht mehr Ärger als nötig. Das heißt, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss man schon. Und ich glaube, wenn es eine Maschine gäbe, mit der man im Nachhinein die Gedanken der Leute lesen könnte, wäre zumindest der Vatikan und vielleicht auch die EKD bestürzt, wie viele Atheisten es in der Geistesgeschichte gegeben hat und Atheistinnen, von denen man es gar nicht weiß, weil sie es nicht hingeschrieben haben. Angenommen, ich finde etwas vor, eine gesellschaftliche Einrichtung, Standesprivilegien, Ehe, irgendwas. Wenn es nicht wirklich ist, was heißt das? Wir kennen alle Sachen, die man wahrnehmen kann und die nicht wirklich sind. Täuschungen zum Beispiel. Fata Morgana, alles Mögliche. Es gibt Schein als eine Form von Erscheinung, und manchmal ist es die Erscheinung eines Wesens, das aber verzerrt erscheint. Es kann also etwas durchaus wahrnehmbar sein und trotzdem nicht wirklich. Und das Kriterium, das Hegel uns gibt, ist,
ist es denn vernünftig? Wenn es nicht vernünftig ist, ist es also nicht wirklich, na dann nichts wie weg damit. Und das ist ein revolutionärer Impetus. Also ich will nicht sagen, dass die Rechtshegelianer ihn verdrehen oder missbrauchen oder so. Das ist immer so eine Geschichte, wer missbraucht einen Knüppel? Auf dem Knüppel steht nicht drauf, wen man damit schlagen soll. Ein Gedanke schreibt dir nicht vor, was du damit machst. Der richtigste Gedanke kann kaputt gehen, kann falsch verstanden werden, kann Hax hat, glaube ich, über Kleinbürger irgendwann mal gesagt, das sind die Leute, die den richtigsten Gedanken noch so anwenden können, dass er scheiße wird. Also es ist eine mögliche Deutung, natürlich, aber ich finde halt sozusagen dieses Zusammenschnurren auf Hegel hat eine Rechtfertigungslehre für den preußischen Staat schreiben wollen. Das ist einfach auch fantasielos. Und es muss erklären, warum tatsächlich feurige Revolutionsköpfe sich daran so haben anregen lassen. Ich glaube aber schon, dass innerhalb des Systems dieses Denkens wir zu einer Interpretation kommen oder zu einem Verständnis auf alle Fälle, in der schon gesagt wird, dass, wie du eben genannt hast, alles, was wirklich erscheint, muss nicht wirklich sein. Und dazu kommt ja, und deswegen finde ich, das ist es, glaube ich, nochmal stärker, also etwas, was nicht notwendig ist, das taucht genau. Dann ja auch auf. Ne? Also der preußische Staat, ist der notwendig? Mhm. Fragezeichen. Und die Antwort würde eigentlich in die Richtung gehen, ja, er ist notwendig, solange die Untertanen die Schlechtigkeit des Staates halt eben auch akzeptieren und in dieser Form des Zusammenlebens existieren. Mhm. Und insofern ist das eigentlich auch, ist dieser Satz, und deswegen finde ich das für den Hegel sehr wichtig, ist eine ungeheuer geschickt versteckte Kritik an dem, was seine Zeit betrifft. Also er war gar nicht der preußische Staatsphilosoph in diesem Fall. Und ich finde, das zeigt sich auch in seiner ganzen Biografie. Also wenn man Hegels Leben nachverfolgt, der Mann oder der Jugendliche ist schon in Gymnasialzeiten in einem Geheimbund. Im Tübinger Stift musste man sich still und heimlich treffen, um Rousseau oder Kant zu lesen. Zeit seines Lebens war er irgendwie mit der Geheimpolizei konfrontiert. Immer wieder gab es Briefe, also als er in der Schweiz zum Beispiel lebte, schreibt nicht so deutlich, alle Briefe, die aus Württemberg in die Schweiz gehen, werden alle durchgelesen. Also der Mann ist in der Lage gewesen, eine Kritik zu äußern, die nicht als Kritik erscheint. Jedenfalls nicht für Leute, die nicht sorgfältig lesen, das stimmt. Mhm. Ich würde aber das noch flankieren. Ja. Es stimmt, aber es verträgt noch eine Einschränkung. Wenn man sagt, er hat mit der Obrigkeit einfach durchweg Probleme gehabt, das ist natürlich nicht richtig. Es gab schon auch Teile gewisser Obrigkeiten, die mit ihm in gewisser Weise einverstanden waren. Aber was ich vorhin gesagt habe über Licht und Blindheit oder über Geräusch und Hören, nämlich dass es Gegensätze gibt, die man sich genauer anschauen soll, gilt auch für Freiheit oder Rebellion und Autorität. Es gibt eine nicht auszurottende Legende, dass emanzipatorisches Denken und Handeln immer und jederzeit und die ganze Zeit antiautoritär zu sein hat. Viel Spaß damit. Was mache ich, wenn der Chef was Vernünftiges sagt? Ja, dann brenne ich den Laden ab, ich bin ja links. Ich weiß nicht. Es ist tatsächlich so, dass es autoritäre Rebellionen gibt, natürlich. Es ist tatsächlich so, dass 5 Minuten vielleicht nur, vielleicht auch mal ein paar Jahre, vielleicht auch mal ein paar Jahrzehnte, irgendwo etwas zur Autorität gelangt, das richtig ist, das Recht hat. Das Rechte einräumt, die es vorher nicht gab. Das Gewalt überflüssig macht, die vorher geherrscht hat. Marx und Engels haben in diesen Porträts der Auswanderer, der 48 Leute, einen ganz unfassbaren Menschen einmal porträtiert, so ein Freiheitstrottel.
wenn man die Biografie von diesen Menschen liest, hat man jemand durchgängig Antiautoritäres im Sinne von rebelliert und gleichzeitig einen absoluten Protofaschisten. Gestalten wie Günther Maschke, der nach Kuba fährt und heute vor sich hin Karl schmittet. Horst Mahler. Hat nicht diese Zeit erst erfunden. Dieser Mensch war bürgerlicher Volksrebell, irgendwie Demokratie, papapap, von dem Marx und Engels schreiben. Und er hat den wirklich unfassbaren Namen, es tut mir selber leid, ihn auszusprechen, aber er hieß Josef Fickler. Einen deutscheren Namen für einen antiautoritären kann man gar nicht erfinden. Der ist dann, als das schiefgegangen ist mit dieser deutschen bürgerlichen Revolution, nach Amerika gefahren und hat rebelliert. Wo hat er rebelliert? Für die Südstaaten. Eine Anti-Slavery Rebellion. Also so Sachen gibt es. Marx hat sie gesehen, Hegel kannte sie auch. Es gibt ungebärdige Leute, die mit der Obrigkeit in Konflikt geraten an einer Stelle, wo Autorität ihnen beispielsweise nur einfach nicht autoritär genug ist. Wo es noch ein bisschen schlimmer gehen kann. Und auch Nazis können in ihrer sogenannten Kampfzeit in einem gewissen Ausmaß Konflikte mit der vorhandenen Staatsmacht eingehen und Randale machen und so. Also das heißt, das alleinige Maß, wie viel Ärger hatte er denn immer mit dem Staat, ist sozusagen ein formales, das man inhaltlich überprüfen muss, mit welchem Staat, an welchem Punkt und so weiter. Aber in der Tat war die Welt nicht so weit, wie sie hätte sein sollen, und die große Trauer, die man vielleicht haben kann, hast du ja richtig gesagt, er war in der Lage, Dinge zu formulieren unter Bedingungen, die aufscheinen lassen, was man da vielleicht rausholen kann, aber er hat es nicht gesagt. Was hätte dieser Mann erst produziert unter sehr viel günstigeren Bedingungen? Genau, vor allen Dingen, weil Philosophie zu dem Zeitpunkt ja sowieso, also zu dieser Zeit, und ich spreche jetzt halt von der Zeit des deutschen Idealismus, selbst schon verdächtig war. Also es gibt dieses prägende Wort des damals reaktionären Friedrich von Gentz, also das muss ich unbedingt vorlesen. Der Philosoph formt Systeme, der Pöbel schmiedet Mordgewehre daraus. Es kann kein schrecklicheres Schwert in den Händen eines ungebildeten Menschen geben als ein allgemeines Prinzip. Ja, das ist sozusagen die Arschloch-Version von Marxens: Wenn die richtige Idee die Menschen ergreift, dann wird sie zur materiellen Gewalt. Ja. Das zeigt aber auch vor allen Dingen, dass die Angst hatten. Also natürlich. Das muss man, finde ich auch nochmal interessant, das ist ein Zitat aus der Restaurationszeit, also nach 1815, aber den saß letztendlich das Herz in der Hose. Und das wirst du besser wissen, also sie haben ja dann auch nach Hegels Tod, wurde ja der Lehrstuhl so besetzt oder wurde ja sozusagen so Politik gemacht, um genau diesen Bacillus auszurotten, der da drin steckt, ne? Oder auszurotten, und nach 1848 war ja Hegel-Seminare verboten. Also, und wer dann noch was mit Hegel zu tun haben wollte, wurde rausgeschmissen. Also wurde 1990 ja auch nochmal angewendet, diese Praxis. Aber damals war das auch so. Die Philosophie ist jetzt nicht unmittelbar so etwas wie eine Erfahrungswissenschaft, also Naturwissenschaft, Gesellschaftswissenschaft. Du selber schreibst hier auf der Seite 33, Philosophie ist ein systematisches Denken, das über Befunde der Einzelwissenschaften hinaus Weltbilder bauen will. Ich habe das so gelesen, dass wir hier also zwei verschiedene Formen haben, Wirklichkeit zu denken. Also einmal halt eben die Reflexion der Welt in den erfahrungswissenschaftlichen Umständen, und dieses Denken wird selber noch einmal reflektiert, sodass man halt auf einer anderen Reflexionsstufe ist, mit der man nicht nur in Gefilde des Denkens, sondern halt eben auch in Gefilde, wie ist die Welt überhaupt aufgebaut, kommt, die man über das Erfahrungsdenken so nicht bekommen kann. Und insofern auch die von dir schon anfangs genannte Unterscheidung Verstand und Vernunft. Ich würde aber da aufpassen. Das ist etwas, das wir historisch vorgefunden haben, das stimmt, dass es diese Trennung gibt, so wie es mancherlei andere Trennungen gibt, Arbeitsteilungstrennung, Stadt, Land, Geist, Hand.
und so weiter. Man sollte das nicht verabsolutieren. Es ist tatsächlich so, dass sozusagen ein Teil der Vernunft, die die Naturwissenschaften eigentlich haben sollten, ausgewandert ist in die Philosophie und umgekehrt, weil in der Tat ein Kennzeichen von Unterdrückungsgesellschaften die Zersplitterung von Erkenntnis ist. Denn wenn ich sie zusammentrage, wird mir beispielsweise bewusst, Moment mal, wir können Maschinen bauen, die die Arbeit erleichtert, aber einige müssen jetzt, wo es die Maschinen gibt, viel mehr arbeiten, andere müssen irgendwie verrecken und dann gibt es Akkord und hier stimmt doch etwas nicht, sozusagen. Das verhindert man am besten, indem man zersplittert, nicht im Sinne einer Verschwörungstheorie, sondern das läuft sozusagen ganz unauffällig, nämlich über eine Spezialisierung, die so der sogenannte Volksmund Fachidiotie nennt, und die einfach institutionell Steine in den Weg legt, den Momenten, wo dann, also es gibt einen Grund, warum Leute wie Marx keinen Lehrstuhl kriegen oder so. Das ist aber Geruch. Das ist nicht, ich sehe das, es gibt helle Momente, wo sie dann sagen, oh, ein Ungebildeter wird damit irgendwie die Scheibe einschlagen. Aber lange vorher gibt es einen Geruch von, das ist mir jetzt aber zu, heute würde man sagen, totalitär. Also genau dieser Anspruch über die Einzelbefunde hinaus. Pfui, pfui, das sollst du nicht. In der sogenannten Postmoderne hieß es dann, die großen Erzählungen sind vorbei. Aber de facto ist es ja tatsächlich so, ich habe es vorhin gesagt, warum überhaupt einen Energieerhaltungssatz formulieren, warum überhaupt F gleich M mal A sagen, all die Dinge, die die Naturwissenschaften machen, warum überhaupt sagen, wir haben ein Periodensystem von Mendeleev, wo wir dann sagen können, in ganz schlechter Science Fiction gibt es manchmal, auf diesem Planeten gilt ein anderes Periodensystem. Nein, das geht nicht. Ja? Und es geht aus Gründen nicht, weil wir voraussetzen, die Welt ist einigermaßen isotrop, sie ist einigermaßen im Sinne von Hegel vernünftig. Nur das weiß die Naturwissenschaft gar nicht mehr, sondern sie sagt dann so Sachen wie nach der Quantenmechanik, diese sogenannte Kopenhagener Deutung von Niels Bohr und Werner Heisenberg, wir können eigentlich gar nichts über die Welt sagen, wir können nur so ein paar Messergebnisse vorhersagen und so weiter. Und das ist natürlich ideal für eine Kommandowelt, in der irgendjemand die Peitsche schwingt. Ich maße mir gar nicht an, die Welt, also wenn man dran denkt, Galilei, ich glaube, bei Brecht spielt das eine Rolle im Stück, wenn sie es als Hypothese vortragen, ist es erlaubt. Aber ja nicht behaupten, es ist irgendwie irgendwas wirklich vernünftig, weil dann könnte man eingreifen und so weiter. Und diese Staffelung ist ganz ungeheuer. An und für sich gibt es doch ein Kontinuum zwischen Raten und Testen. So müssen wir Menschen Dinge rausfinden. Es ist nämlich keineswegs so, in diesem, das sind die, die Einzelbefunde machen und das sind die, die systematisch denken, steckt ja so ein bisschen so der Gegensatz induktiv-deduktiv drin. Induktiv würde heißen, dem Newton fällt ein Apfel auf den Kopf und dann denkt er halt. Da ist was passiert, sinnliche Wahrnehmung. Während der Philosoph fängt an mit, alle Dinge sind bla. Stein oder fließend oder irgendwas. De facto ist es aber natürlich so, wie Hegel sagt, das ist ja die ärmste Sorte Erfahrung, sagt er an einer Stelle, diese direkte Wahrnehmungsgeschichte. Und in Wirklichkeit ist es so, dass zum Beispiel eine Fragestellung kommt in der Natur nicht vor. Es kommt ein Apfel vor, der runterfällt. Aber das ist ja schon was Abstraktes. Die ganze Naturwissenschaft wäre gar nichts, wenn nicht viel Abstraktion und Begriffsbildung auch drin wäre. Aber es gibt so einen perversen Versuch, sozusagen der Philosophie zu bedeuten, ihr zu sagen, ihr zu, wie sagt Heidegger, was heißt denken? Jemanden etwas heißen, ist ein Befehl. Also Heidegger sieht es direkt als so ein Peitschending. Was zwingt mich zum Denken? Naja, der Unirektor, der ich dann bin oder der Führer. Die sollen mit Begriffen arbeiten, sollen Schlussfolgerungen durcharbeiten, aber nicht so viel testen. Die anderen sollen möglichst viel testen, aber ja nicht allgemeinere, auf allgemeinere Ideen kommen. Und woran mich das immer erinnert, ist, wie klassenmäßig gestaffelt, das sind jetzt Arbeitsteilungsgeschichten, aber klassenmäßig gestaffelt Propaganda funktioniert. Das Irrsinnigste fand ich mal zum Internationalen Frauentag vor ein paar Jahren, habe ich zufällig am Flughafen, weil es nichts kostete, die Welt und die Bild-Zeitung in die Hand genommen. In der Bild-Zeitung stand, ja, Frauentag, nee, sind wir nicht so dafür, nur Diktaturen haben das dann auch zum Feiertag gemacht. Ja? Das war so, nee, auf der Titelseite der Welt, drei tolle Frauen, ja, weil die Welt ist für die etwas besser verdienenden Arschlöcher und das andere ist irgendwie für die Leute, die ihre Knackwurst fressen sollen. Und da saß aber, glaube ich, nicht irgendein Drähtezieher drin oder so, sondern die haben das im, du steigst auf in so einer Gesellschaft, wenn du das im Blut hast, diese Scheiße. Und Hegel hatte es, das Fantastische an diesem Mann ist, er hatte es nicht im Blut, er sah es nicht ein, das zu fressen, was hingeklatscht wird, aber er ist trotzdem damit so weit durchgekommen, dass er nicht beispielsweise daran verrückt wurde, wie verrückt das alles ist. Er hatte ja einen Freund, Hölderlin. Wo das schiefgegangen ist, Hölderlin. Mhm. Und diese Nehmerqualitäten dieses großen Austeilers, da ist er einfach,
Das kann man sich so angucken, wie irgendwie Rocky trainiert oder so. Also. Okay, ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Wir haben 52. Wir machen einfach ein bisschen länger. Ne? Können wir machen. Freust du dich, ne? Ich auch. Ich nähere mich, wie du merkst, aber dem Punkt, wo ich immer mehr dann sagen werde, Hegel, lest Hegel. Lest Hegel, ja, das machen wir ja auch. Dafür braucht man Sprache. Und ja. Sprache, das ist schon, hat einen besonderen Stellenwert bei Hegel. Und du kümmerst dich da ja auch drum. Eben fiel ja schon mal das Stichwort Schachtelsätze. Wäre schön, wenn du noch was dazu sagen kannst. Aber du schreibst halt eben auch dichterisch ersonnene Begriffe. Die ja auch die Biegsamkeit, die Bewegung, die da ausgedrückt werden soll, zum Namen eine Bezeichnung gibt, sage ich jetzt mal. Das ist nicht korrekt, aber... Mhm. Absolut. In dem letzten Jahr, das so das für mich das Vorlaufjahr war zu dem Hegel-Jahr, weil so ein Buch ja dann früher fertig werden muss als das Jahr und im März erscheinen muss und so, mhm. Habe ich Kolleginnen und Kollegen in der Zeitung gerne damit geärgert, wenn sie mit irgendeiner tollen Idee kamen zur Zeitkritik, zur aktuellen Gesellschaftskritik, weil ich relativ tief in dem Hegel drin war, zu sagen, steht bei ihm schon, aber viel schöner. Wenn man gesagt hätte, steht bei ihm schon, aber viel tiefer oder steht bei ihm schon, aber viel wahrer, wären sie nicht so beleidigt gewesen. Aber es ist sehr, sehr demütigend und ich meine nicht die Zeit in der Bamberger Zeitung, sondern ich meine Sachen wie die. Es gibt diesen Quatsch mit der Digitalisierung an der Schule, wo gesagt wird, die Kinder sollen programmieren lernen und alles andere lernen sie dann schon oder so. Ja? Oder diesen rechten Spruch in Amerika, dieses Zusammenschrumpfen des halbwegs kritischen Journalismus, der sozusagen diese alte bürgerliche Tugend der einigermaßen differenzierten Berichterstattung noch drauf hat, wird ja hämisch kommentiert von so rechtsradikalen Arschgesichtern auf Twitter, lern halt programmieren, ja, wenn du sozusagen, wenn keiner mehr bezahlt, dass du eine Story ordentlich recherchierst, sondern du nur noch Propaganda schreiben darfst. Und dann wird also überall gesagt, ja, das Rückgrat der künftigen Arbeitswelt ist sozusagen so ein komischer Positivismus von ich kann programmieren, ich kann rechnen, ich kann kalkulieren und eure Orchideenscheiße da ist nicht mehr notwendig. So, und auch zu Hegels Zeiten gab es also den Anspruch zu sagen, wenn wir jetzt ein naturwissenschaftliches Zeitalter sind und das Quantifizieren irgendwie so wichtig ist, dann soll man doch die Mathe irgendwie zum Kern machen. Jetzt liebe ich fast überhaupt gar nichts anderes so sehr wie Mathe. Ja? Mit der typischen Liebe, die man so hat, wo man dann nur manchmal kriegt man sie rum und manchmal kalte Schulter. Und dazu sagt aber dann Hegel, gegen diesen Positivismus, der sagt, wenn die Kinder sozusagen da lauter Eins nach Hause bringen, dann haben wir eine Zukunft und so nicht. Sonst nicht. Weil das Rechnen ein so sehr äußerliches, somit mechanisches Geschäft ist, haben sich Maschinen verfertigen lassen, welche die arithmetischen Operationen aufs Vollkommenste vorführen. Wenn man über die Natur des Rechnens nur diesen Umstand allein kennte, dass es Maschinen gibt, die das können, so läge darin die Entscheidung, was es mit dem Einfalle für eine Bewandtnis hatte, das Rechnen zum Hauptbildungsmittel des Geistes zu machen und ihn auf die Folter, sich zur Maschine zu vervollkommnen, zu legen. Es sind sogar 30 Zeilen weniger als eine Glosse in der FAZ. Er kann sogar knapp. Ja, er kann auch knapp, ja. Aber ich denke auch, dass diese Begriffe, nehmen wir dann ganz, was alle kennen, Resultat, das ist ja auch eine Bewegung. Mhm. Ne? Dass Resultate zurückspringen. Also wir sind eigentlich am Ende einer Denkbewegung und sie springt zurück an den Anfang, nur dass das hier halt eben nicht der Anfang ist, von dem es ausgeht, sondern halt eben einen qualitativ neuen Anfang. Oder was auch, finde ich, ein sprechendes Wort ist, also ein Bewegungswort ist der springende Punkt. Wenn man danach guckt, ne, Punctus Saliens, also dieses im Hühnerei-Gelb, dieser kleine Punkt, den man da sehen kann und der dann auch das Herz des Huhns irgendwann werden soll. Und das ist dann, das taucht dann bei Hegel in der Phänomenologie auf und an einer systematisch anderen Stelle ist dieser springende Punkt, also eigentlich dieses Herz, tock, 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 diese Herzvernunft. So dass man also in den Worten selber eine Bewegung hat, die auf
die einmal den unmittelbaren Schritt weiterführt, aber auch auf eine Zukunft verweist in seinem systematischen Denken, wo es dann auch, ich sag mal, erwachsen ist, mhm, ne, oder erwachsen wird, wie auch immer. Mhm. Und das finde ich für die Sprache neben den berühmten Schachtelsätzen und ihrer inneren, in ihrer Architektonik ungeheuer wichtig. Mhm. Ja, es ist eben interessant, dass sozusagen auch hier wieder was Polares vorliegt. Du hast eine ungeheure Konzision in einem einzelnen Begriff manchmal. Also das Ganze, was ich jetzt vorhin gesagt habe, dass du keine Physik treiben kannst, ohne zu glauben, dass sich Gesetze aufstellen lassen, an die sich die Welt dann auch hält, ist in einem Wort wie Weltgeist perfekt drin. Also es ist eben nicht nur Geist, es ist Weltgeist. Aber es ist nicht nur Welt, es ist Weltgeist. Mhm. Ja? Also du hast diese Nuklei und dann hast du diese weit ausschwingenden Perioden, die um mich jetzt selber zu paraphrasieren aus dem Buch, es gibt diesen Vorbehalt Schachtelsätze. Und dann sage ich mal, Leute, versucht mal mehrere verschieden große Sachen irgendwo hinzutragen. Das ist nicht besser ohne Schachteln, es ist besser mit Schachteln. Ja. Ja, diese Denunziation kommt von Leuten, die immer nur so einen Apfel zum Lehrer tragen und sagen, gell, ich war brav. So, aber dass er beides kann, das ist eben wirklich, das ist nicht nur staunenswert, sondern das löst in gewisser Weise an der Stelle schon den Anspruch ein, die ganze Welt zu meinen. Und ich habe mich allerdings manchmal gefragt, hat es vielleicht damit zu tun, dass Sprache generell oder das Hochdeutsche sogar nicht in die Wiege gelegt wird, dass es nicht selbstverständlich ist. Also die Fähigkeit, Sprache so anzugucken. Wenn man an die großen Systemleute denkt, dann schwingen sie zwischen mehreren Sprachen, also Leibniz, Französisch, Latein, mhm, Deutsch. Es hilft, wenn man ein Wort nicht sozusagen als Tradition einfach gefressen hat und denkt, das ist das treffende Wort, sondern wenn man denkt, man muss das treffende Wort suchen. Das hilft, das ist eine Anstachelung zu dieser Art von aktiver Welterschließung, die er da macht. Suchen ist vielleicht jetzt auch eine gute Überleitung zu dem zentralen Thema, nämlich, was ist denn jetzt überhaupt Dialektik? Ja. Also bei Hegel, Seite 37 in dem To Go, heißt es ja, was überhaupt die Welt bewegt, das ist der Widerspruch. Und es ist lächerlich zu sagen, der Widerspruch lasse sich nicht denken. Bei dir kommt das in einem wunderschönen Stück von Individuum, Freiheit, Gesellschaft vor, den Robinson Crusoe. Auf der einsamen Insel bist du nicht frei, du bist bloß allein. Freiheit im emphatischen Sinn setzt voraus, dass es auch anders sein könnte, dass die Leute dich auch bedrängen könnten, dass sie dich zwingen können, dass sie dir ihren Willen aufzwingen könnten. Und wenn sie es nicht tun, das wird als Freiheit erlebt. Das heißt, noch stärker schlägt so ein Moment durch bei dieser Geschichte mit der Individualität. Es gibt diesen schwachsinnigen Steinzeitliberalismus, der einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen vergesellschaftet sein und Individuum sein aufmacht. Fakt ist aber, nicht einschlafen, da sitzt einer, der hat es 10.000 Mal von mir gehört, 10 Leute auf 10 einsamen Inseln sind nicht besonders individuell. Kokosnuss, Unterstand, wilde Tiere, auweia, sehr eintönig, es ist arm. Es ist das schlechte Besondere, dass ich irgendwie gegen die Naturgewalten behaupten muss. Schmeiß die 10 Leute zusammen, oh, sie kann einen Zaun bauen, die hat irgendwie dafür ein Talent, oh, er hat eine Idee für den Unterstand und so weiter. Arbeitsteilung entwickelt sich, wenn wir Pech haben, entwickeln sich Hierarchien, aber was sich vor allen Dingen entwickelt, ist Differenzierung von Individualität, vorausgesetzt, Gesellschaft findet statt. Mhm. Und für mich ist Dialektik, wenn ein komplett singuläres Gehirn wie das von Hegel gleichzeitig die ganze Zeit in gesellschaftlichen Kategorien zu denken vermag, weil es das offenbar weiß, dass es nur so einzigartig sein kann, weil es nicht in der Höhlengesellschaft lebt. Hätte er versucht, diese Dinger zu schreiben in der Höhlengesellschaft, hätten sie halt gesagt, hier nimm den Speer und wenn bis 3 Uhr kein erlegtes Tier da ist, verstoßen wir dich und dann kannst du verhungern oder so. Und das weiß er, aber das macht ihm keine Angst. Das Schlimme ist ja, dass oft Leute, also Intellektuelle sind ja deswegen so leicht korrumpierbar, weil sie halt wissen, was das für zarte Glasbläsersachen sind, die sie da machen. Ein Argument, ein Buch oder so, das kann ja jeder Drecksack mit dem Stiefel zertreten. In Deutschland hat man 12 Jahre lang einfach keinen Gedanken mehr gesehen. Und das führt zu einer Neigung, sage ich mal, zu vorauseilendem Gehorsam. Und es bedarf eines großen Reflexions
Aufwands und der absichtlichen Verbindung mit Leuten, die irgendwie was gegen einen vorhandenen Zustand tun, um nicht in diesen Rhythmus zu fallen von, wenn ich es meinem Gönner recht mache, dann darf ich noch einen Roman schreiben. So. Und ja, das klingt jetzt ganz düster. Ja, ich, weil die Zeiten sind nicht so gut für selber denken. Also da bleiben wir jetzt noch ein bisschen bei der Dialektik. Vielleicht kommen wir wieder raus. Weiß ich nicht, ob wir rauskommen. Ist nicht so klar, finde ich, in deinem Buch. Bestimmte Negation, Hegels Wichtigstes, sagst du da. Mhm. Ne? Und dann gibst du Beispiele, Negation der Negation, Umschlag, Quantität, Qualität und Ähnliches. Und es kommt dann auch noch die Iteration dazu. Also als ein Beispiel, eigentlich aus der Mathematik, wenn ich das noch richtig sehe. Und da müsste man, glaube ich, nochmal klarer nachhaken. Ja, das wird dann auch freundlicher. Die Stelle ist zu lesen als Versuch einer Kontrasteinfärbung, weil es, wie ich am Anfang des Buches sage, so eine Neigung gibt, so eine Hegel-Aufziehpuppe zu konstruieren, die einfach These, Antithese, Synthese sagt. Das heißt, damit ist gemeint, du hast es ja vorhin schon gesagt, das, worauf man dann, das, was dann rauskommt, das Resultat, da wo es sich löst oder aufgehoben wird, ist nicht einfach nur das vom Anfang, so, sondern es ist eine höhere Stufe. Es ist kein Kreis, es ist eine Spirale. Es geht hoch. Wenn man Pech hat, geht es runter. An der Stelle sage ich, ich lege mehr Wert auf die bestimmte Negation als sein Charakteristikum, als auf das bloße Schema der Dialektik. Weil in dem Moment, wo ich die bestimmte Negation im Blick behalte, als Kontrastmittel, gegen diese Vorstellung, es geht immer darum, einer sagt was, der andere widerspricht und dann versöhnen wir sie. Ja? So wird er halt vielfältig verstanden. Wenn ich mir aber klar mache, es geht eben nicht um dieses Arschkriecherische in so Konferenzen, auch in Skype- und Zoom-Konferenzen gibt es ja inzwischen so dieses, keiner traut sich einen Vorschlag zu machen, wie es zu machen ist, aber damit Chefin oder Chef das Individuum bemerken, wird so ein Vorbehalt geäußert oder ein Einwand. Das ist eine unbestimmte Negation. Na, ich weiß nicht. Ja, oder ob das gut geht, da müssen wir aber und so. Ja, das ist sozusagen die feige Negation. Die bestimmte wäre ja die zu sagen, nein, weil, sondern. Es ist noch komplexer, aber es ist so, also das sind schon drei Gedanken mehr als, na, ich weiß nicht. So, das heißt, das sind so Sachen wie, Gorbatschow ist nicht einfach kein Kommunist, sondern er ist kein Kommunist, indem er ein Sozialdemokrat ist. Also, sondern, weil. Das heißt, fieses Beispiel, weil damit fange ich an mit einer Kritik. Damit fange ich an, sozusagen den Zustand aufzuheben und auf eine höhere Stufe zu kommen und etwas zu verstehen, das ich vorher nicht verstanden habe. Das heißt, leider erst viel später ist mir ein besseres Bild für die Dialektik eingefallen, als das, was besonderen Akzente auf die bestimmte Negation legt, weil ich dieses Versöhnungsschema angreifen wollte. Mhm. Und das bessere Bild kam von dem unphilosophischsten und unpolitischsten Menschen, den ich kenne, der aber ein prima Mensch ist, der mir etwas gesagt hat, wo ich gesagt habe, das ist pure Dialektik, was du gerade machst. Über eine bestimmte Sache, ich sage nicht welche Sache. Er sagte, er ist ungefähr so alt wie ich, 50. Mit 15 habe ich gedacht, das ist scheiße. Dann habe ich gedacht, so kann man aber nicht leben, immer nur Nein sagen. Und habe mich irgendwie reingeschickt und gesagt, ich mache jetzt mal mit. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt finde ich es wieder scheiße, aber jetzt weiß ich warum. Das heißt, es ist klar, was es heißt. Also es gibt so ein instinktives Setzen einer Position, da kommst du fast nicht drum rum, du hast eine Haltung zu irgendeinem Befund, dann siehst du irgendwann, das ist nicht die ganze Geschichte und wenn du in Bewegung bleibst, dann kommst du an einen Punkt, der dieses, das ist die, nicht die ganze Geschichte, nicht seinerseits verabsolutiert oder tot macht. Also worum es mir die ganze Zeit ging ist, mach doch nicht aus dem Ding, was die Sache in Bewegung hält, der Dialektik, der Widerspruchsanalyse, mach doch aus dem nicht wieder ein totes Ding. Also im Sinne dieser Sache, die, glaube ich, in der Wissenschaft der Logik steht, wo er sagt, es ist ein solches Vorurteil zu glauben, bei der Betrachtung von irgendwas ist die Identität dieser Sache wichtiger und kennzeichnender als die Widersprüche, die da drin sind. Weil was er sagt, ist, die Identität ist nur das Tote. Jede Sache hat irgendwas Totes, aber so. Und ich habe halt Angst, dass aus der Dialektik wiederum im Sinne einer Identität so ein Pfeilbild wird, weil man das halt oft hat.
und dann gesagt wird, jetzt hast du es kapiert. So, und dann rattern die das so runter. Und das ist einfach, das ist schade drum. Ja, das ist schade. Aber in der Tat ist es mir nicht gelungen, an der Stelle sozusagen dieser Versuch der Umgewichtung. Ich glaube, gegen Missverständnisse von Hegel hilft es ganz selten, was anderes zu machen, als ihn zu Wort kommen zu lassen. Also man muss schon ziemlich brillant sein und das ist man halt nicht immer. Das finde ich gut. Manchmal also ich habe mich jedenfalls daran gestoßen, kann ich eigentlich nicht sagen. Verstehe ich. Bestimmte Negation, das ist die dialektische Bewegung vom Resultat her. Weil du kannst ja nur etwas negieren, wenn du eine Position hast, von der aus das geht. Und deshalb würde ich, zumal ja dieses Buch, dieses 100-Seiten-Buch ist ja Gremlitzer gewidmet, aber eben auch Holz. Da sehe ich halt eben mit Holz die Möglichkeit, genau diesen dialektischen Vorgang von seinem Anfang her zu denken. Lassen wir hier jetzt sein, weil sonst wird es zu heftig. Weil du es jetzt angesprochen hast, dazu möchte ich jetzt doch einen Satz sagen. Die Widmung ist eine Dankesbezeugung im Sinne von, Leute sind nicht mehr da, das heißt, nicht alles, was dann Leute hinterlassen, die nicht mehr da sind, und sogar gar nicht so viel, ist in Stein zu meißeln, aber hätte ich nur einer Person das Ding gewidmet, wäre mir zu wenig Bewegung drin gewesen. Mhm. Meine eigene Sozialisation war nicht so, es klingelte, ich nahm ab, jemand sagte, so ist es, und ich dachte, Gott sei Dank, klick. ja. Hegels System, das verstehst du, oder du verstehst, weiß ich nicht, du stellst das dar mit einem mathematischen Terminus, die Iteration. Das bedeutet so ungefähr, ich habe einen Rechenvorgang und die Lösung... Speise ich wieder in was ein und dann wird es präziser. Also das, was wir früher gemacht haben, als das Internet noch ganz dumm war, wenn wir eine halbe Stunde gewartet haben, bis das Bild endlich nicht mehr nur Flecken ist, sondern so. Also ein Denkvorgang einfach mehr... Ich habe halt den Eindruck, dass man die Beziehung dieser drei... der drei Pyramiden von Gizeh, also die Phänomenologie des Geistes, die Wissenschaft der Logik und die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, besser nicht fassen sollte als, weiß nicht, zum Beispiel, man könnte eine Organismusmetapher haben, das sind die Füße und das sind die Hände und das ist der Kopf oder so, sondern als Gesamtdurchläufe jeweils, wobei sie ineinander greifen und Überschneidungen haben und so weiter. Und das ist einfach an der Stelle mit der Iteration gemeint. Also ich mache es nochmal und... Ich weiß nicht, das würde mich jetzt interessieren, wie du das wertest, als jemand, der philologisch einfach, wie schon die kurzen Gespräche, die wir geführt haben, mir gezeigt haben, sehr, sehr präzise in den Sachen drin ist. Würdest du mir zustimmen, dass jede weitere dieser drei Pyramiden Neues bringt und sozusagen erweitert, aber dass manchmal auch Sachen verloren gehen? Vielleicht also ist es nur meine Liebe zu bestimmten Formulierungen, die halt dann nicht wiederkommen. Sie gehen natürlich für den Moment verloren. Mhm. Aber das besagt nicht, dass sie in anderen Situationen wieder lebendig werden. Also denk da an Benjamins verlorenen Zukünften, die natürlich dann irgendwann auf einer Ebene wieder auftauchen. Also, die nicht abgegolten sind, sozusagen. Genau. Ja. Okay. Ne, also wo sich eine Möglichkeit noch nicht realisiert hat, aber in 100 Jahren, in 1000 Jahren es auf einmal wieder auftaucht, als etwas Notwendiges dann auch. Mhm. Naja. Okay. Wer braucht denn jetzt Hegel? Du hast auf alle Fälle steht da, politischer Aktivismus bedarf hegelscher Spekulation. Ich bin kein so richtig großer Adorno-Fan. Kein so richtig großer Adorno-Fan. Aber er hat mal zu irgendeinem Hegel-Geburtstag gesagt, ihn nerve die Frage, was Hegel vor der Gegenwart bedeutet, weil die Gegenwart soll sich lieber schämen und sich fragen, was sie vor Hegel bedeutet. Der Gedanke ist auch deswegen gut, weil er ja eigentlich Hegel imitiert. aber ich würde so sagen, wer braucht?
ich verstehe, es gibt einen kanadischen, sehr sympathischen Marxisten, der gerade ein Buch über Philosophie geschrieben hat, der sagt, er kann das nicht mehr hören, man muss Hegel verstehen, um Marx zu verstehen, und dann muss man ja auch Kant verstehen, um Hegel zu verstehen, und dann hört es ja nie auf, ja, und schlimm. Macht lieber mal Revolution und so. Guter Mann. But, nicht nur Revolution, sondern beispielsweise auch sich den Stand einer Wissenschaft angucken, die von sich glaubt, sie sei nur systematisch, die aber eben auch historisch ist und also auch falsche Ideen produziert, die sie dann überwinden muss und so, nämlich der Mathematik. Da stellt sich eben raus, dieser William Lavier, von dem ich mehrfach rede, der hat ein sehr klares Gehirn gehabt, was Korrespondenzen zwischen Feldern angeht, die man für weit auseinanderhielt, und hat also eine Fähigkeit gehabt, diese Arbeitsteilung, von der ich geredet habe, die zu Fachidiotie führt, mit sehr guten Begrifflichkeiten aufzuheben und zu zeigen, nee, das hat aber miteinander zu tun und so. Und das war ein in Hegel sehr versierter Mensch. Was heißt war, er lebt noch, Gott sei Dank. Möge er noch lange leben, möge er noch lange denken. Aber ich rede von den 60er Jahren, wo er diese Dinge gemacht hat, diese systematischen Sachen. Also andersrum, wenn der Kanadier sagt, Mufawat Paul heißt er, Joshua Mufawat Paul, danke, wenn der sagt, mach doch lieber Revolution statt Hegel, dann sage ich, wenn wir uns einig sind, dass ein guter Gedanke eine Waffe ist, und zwar im Sinne dieser reaktionären Scheiße, die du zitiert hast, mit, wenn das die Dummen erfahren, ja, wer bringt uns denn die Idee, dass wir es uns leisten können, auch nur eine einzige Waffe nicht zu kennen? Nicht zu? Nicht zu kennen. Also, entweder es ist Kampf, dann ist gut, man kennt Waffen, oder es ist kein Kampf, aber ich glaube, es ist Kampf. Ja. Das war das Positivste, was ich zustande bringe. Okay. Also sozusagen, es ist eine brechtische Antwort. Wer braucht's? Antwort, schau doch mal nach, vielleicht brauchst du es. Also Brecht hat ja diesen schönen, prüfe die Rechnung, du musst sie bezahlen. So. Es wäre doch ganz blöd, wenn sich hinterher herausstellt, den hätte ich gebraucht. Gilt auch für Marx und Lenin und vieles. Also mir war, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt zufrieden bin mit dieser Antwort, das ist noch was anderes, ich müsste natürlich auch selber was dazu denken, aber ich habe dann tatsächlich dieses Vorwort gelesen in Hegel to go, wo habe ich gedacht, das kann nicht von da sein. Und ich sage so, ja, guter Philologe. Und jetzt ist mir auch ein Stein vom Herzen gefallen, als du das eingangs gesagt hast. Naja, jetzt, also. Nein, aber da steht jedenfalls, denn es kümmert den Fortschritt ja nicht, ob er durch Leute, die Hegel gelesen haben, oder durch solche, die ihn nicht gelesen haben, zustande kommt. Für dieses Phänomen hatte Hegel einen Begriff, die List der Vernunft. Die Vernunft setzt sich ohnehin über die und mittels der Köpfe der einzelnen welthistorischen Individuen durch. Und etwas später dann, man kann deshalb sagen, Hegel behält immer recht, egal wer gerade siegt oder an der Macht ist. Auf ihn können sich stets beide Seiten aller Parteien verlassen. Denn Hegels Philosophie ist nicht parteiisch, schlägt sich nicht auf eine von zwei Seiten, sondern über diese beiden hinweg. Glaube ich nicht. Ich meine, das besser zu wissen. Und ich denke, dass unser Gespräch bisher jedenfalls da auch etwas anderes sagt. Zumal dann auch bei Hegel geht es ja tatsächlich ich meine, weiter insofern, also er ist ja nicht nur ein Verteidiger des an die Macht gekommenen Bürgertums und des Rechtsstaats, wie er sich dann halt eben in Europa in verschiedener Couleur einrichtet, sondern er schreibt dann wirklich auch hier, ich muss es einfach vorlesen, weil es so deutlich ist, durch die Verallgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen vermehrt sich die Anhäufung der Reichtümer auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse. Durch diese ihre Dialektik wird die bürgerliche Gesellschaft über sich hinausgetrieben. Wir sind von unbeschreiblicher Einigkeit.
Glaube ich. Also ich wollte, verstehst du? Ich verstehe, was du machst. Ich möchte eine Fußnote aber dazu pappen, was den geschätzten Mitherausgeber angeht und die zitierten Sätze. Ich glaube, wir sind uns schnell einig. Du hast es ja schon gesagt, er schreibt anders als ich und ich glaube, er denkt auch anders als ich. Aber in der Tat ist es so, dass bis auf zwei Dinge, die ich dann tatsächlich im Sinne dessen, was ich vorhin gesagt habe, selber als so ein Idiot in der Zoom-Konferenz beigetragen habe, nämlich, ich weiß nicht, die sich dann geändert haben, gelingt es mir, meinen Frieden mit dem, was er da schreibt und wie er es denkt, zu machen, auf der Ebene von, müsste man diskutieren. Ich würde aber am Ende wahrscheinlich auch da landen, dass ich sage, nur weil zwei Seiten sich auf etwas berufen können. Ich meine, der Teufel kann auch die Bibel zitieren. Also, ich würde so sagen, diese Stelle mit, ob Leute den Hegel gelesen haben oder nicht und dann passiert es so oder so, scheint mir eine vielleicht nicht hundertprozentig aufgehende Hegel-Paraphrase zu sein unter dem Aspekt dessen, was er über die großen Männer sagt in der Philosophie der Geschichte. Er sagt über Cäsar und solche Leute, ihre Zwecke waren nicht auf die Idee gerichtet, aber sie wussten, was Not tat. Nun ist es aber historisch natürlich manchmal so, dass das, was Not tut, die Idee ist. Und ja, da hätte Hegel dann tatsächlich diese Partei jederzeit ergriffen. Also insofern, es ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu ausbalanciert, aber es ist weder böswillig noch streng falsch. So, aber es ist sozusagen, ich hätte halt gegen die Stellen, bei denen Hegel, also die ist wunderbar, die du zitiert hast, und die Stellen, bei denen Hegel sozusagen so klingt, als stünde er in irgendeiner Form drüber. Und das dem Autor, der gesagt hat, es gibt zu viele Leute, die sagen, sie stehen drüber, nur weil sie nie reingehen. Das ist ja ein Hegel-Gedanke. Ich möchte tatsächlich mit Hegel schließen, als Flankierung dessen, was du gesagt hast. Und zwar, was diese Idee als materielle Gewalt angeht. Mir ist eingefallen, als du das vorgelesen hast und als du vorhin das vorgelesen hast, mit wenn die Leute davon erfahren. Hegel hat eine Stelle darüber, wo die Leute von etwas erfahren oder wo die Leute sogar etwas produzieren. Denn wir wissen ja, auch das ist eine naive Vorstellung von Erkenntnis. Man hat ein Erkenntnisinteresse, so heißt es bei Habermas, ein Bedürfnis, und dann setzt man sich hin und forscht. Marx, der Hegel gut kannte, wusste, auch Bedürfnisse werden produziert. Und zwar manchmal auf eine ganz primitive Art, die Wilhelm Busch bedichtet hat, ein jeder Wunsch, so er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Also das heißt, wenn ein Bedürfnis mal erfüllt ist, ja, was mache ich jetzt? So, das produziert also neues Bedürfnis. Und wie sieht es denn aus mit den Sachen, die geschichtlich nötig sind? Und ich bitte jetzt um etwas Fantasie, denn da geht es um Klassen, die es früher gab, heute gibt es andere. Und ich würde sagen, vielleicht statt Schießpulver politisches Programm oder politische Analyse. Die Bauern von Uri, Schwyz und Unterwalden standen unter kaiserlichen Vögten, denn diese Vogteien waren nicht Privateigentum, sondern Reichsämter. Aber die Habsburger suchten sie in Hauseigentum zu verwandeln. Die Bauern mit Kolben und Morgenstern gingen siegreich aus dem Kampfe gegen den geharnischten, mit Spieß und Schwert gerüsteten und in Turnieren ritterlich geübten Adel und dessen Anmaßung hervor. Es ist alsdann gegen jene Übermacht der Bewaffnung noch ein anderes technisches Mittel gefunden worden, das Schießpulver. Die Menschheit bedurfte seiner und alsobald war es da. Dietmar, vielen Dank. Wir sind noch nicht fertig, weil ich gehe mal davon aus, dass hier unter uns 27 und den Özgür Hunderten im Netz halt eben auch noch ein paar Fragen haben. Wir geben erstmal hier in den Raum und Özgür, du rufst die dann bei Gelegenheit rüber, die du hast, die Fragen. Ich sehe nicht viel. Okay. Bitteschön. Das ist der französische Revolutionssprudel, oder? Reinhard. Ich glaube, da ist er einfach ein Bild des Epochenwiderspruchs. Also
ich habe ja vorhin gesagt, die Bürger versprechen allen diese Rechte, aber gleichzeitig diese Bürger, die dieses Versprechen ausgedrückt haben, hatten ja beispielsweise trotzdem Sklaven und Kolonien. Also es gibt diese Geschichte im französischen Parlament, wo sie dann sagen, wo einer sich hinstellt irgendwann und sagt, wisst ihr, was das für eine Schande ist, was wir hier die ganze Zeit machen, und gleichzeitig so, ja. Und dann fahren sie nach Haiti und wollen die disziplinieren und werden empfangen von den schwarzen Menschen dort mit den eigenen Revolutionsliedern. So, was sind das für eine Scheiße? Und dieser Widerspruch geht mitten durch die Epoche, der ist praktisch nicht lösbar und auf bürgerlicher Grundlage. Und mir geht es auch so, also diese Stellen, trübe Völker und so weiter, dieses Geringschätzige, was du sagst, das ist einfach ist dumm. Ja. Ist dumm und ist auch falsch. So. Und es ist auch, er sozusagen, er versündigt sich an dem, was ihm eigentlich das Heiligste ist, nämlich an der Idee. An genau der Idee, die du. Özgür, von dir. Hallo? Eine Zuschrift hat uns von Hubert K. aus Aalen erreicht. Er schreibt: Die übersinnliche Welt scheint eine sehr wichtige Kategorie bei Hegel zu sein. Übersinnlich ist aber häufig im Alltagsbewusstsein mit Religion oder Göttern verbunden, bei Hegel aber andersweitig. Wie stellen Sie in der Kürze der Zeit diesen Unterschied dar? Das ist ja wohl dein Stichwort jetzt, ne? Für, aber sofort. Spätbürgerliche Philosophie Akte X. Und so weiter. ich öffne diese X-Akte. Geisterseherei, pipapo. Ist die Verfallsform dessen, was ein Denken eigentlich leisten soll, nämlich tatsächlich kapieren, dass es nicht nur Sachen gibt, die man anfassen kann, und nicht nur Sachen gibt, die man sinnlich erfahren kann, sondern wenn ich bei dir Schulden habe, ja, das kannst du nicht fotografieren. Wir wissen das aber, das ist ein Realverhältnis, eine Realabstraktion zwischen uns. Ich habe dir irgendwie, du hast mir irgendwie 3 Euro gegeben. Muss ich hier zurück? Das ist vorhanden. Das ist aber nicht auf der Ebene von, wir können noch so viele Messungen machen und Fotos machen von so. Ja? Genau. Wenn wir die Geschichte nicht erzählen, die da passiert ist, und wenn wir nicht erzählen, was Geld ist, und wenn wir nicht erzählen, dass ich dafür was kaufen kann, dass du dafür was arbeiten musstest, dass ich also irgendwie was arbeiten muss, damit ich dir das zurückgebe und so weiter, dann ist es nicht da. Das ist nicht sinnlich, nicht rein sinnlich. Das ist in diesem Sinne übersinnlich. Kannst auch sagen, untersinnlich. Der ganze Streit zwischen Freud und Jung ging eine Zeit lang darüber, soll man Unbewusstes oder Unterbewusstsein sagen. Naja, Kinderkäse. Also ich glaube, man kann Begriffe nicht reinhalten in einer irrationalen Gesellschaft. Das heißt, das schönste Wort, das man für was findet, wird irgendwann ein Spinner kommen und sagen, ja genau, ich habe auch Klopfgeister gehört und so. Mhm. Aber ich sag mal, die Tatsache, dass die begriffsstärksten Denker und Denkerinnen der Menschheitsgeschichte, die sozusagen die systematischsten waren. Wir haben von Systemen geredet. Leibniz, er hier. Relativ wenig Zeit mit Astrologie und Spuk und sowas verbracht haben, ist ein Hinweis in die richtige Richtung. Ja. So. Also es ist nämlich auch oft so, dass tatsächlich, weil ich vorhin gesagt habe, die rein sinnliche Erfahrung ist bei Hegel ja in diesem einen Zitat die ärmste, dass auffällig ist, wie sehr Leute, die von übersinnlichem faseln, kindische Requisiten gerade auf der billigsten sinnlichen Ebene immer wollen. Weihrauch, Klingelzeichen, Klopfzeichen und so weiter. Das ist ganz begriffsloses Gewerkel, was die da machen. Zufällig eine Karte, die ich hinschmeiße und so. Also ganz zufälliger, empirischer, fast neopositivistischer Quatsch im Sinne von, wir machen eine Protokollliste, was heute Abend alles passiert ist, und wahrscheinlich will uns die Oma damit was sagen, sie ist schon lange tot. Also da fällt sozusagen Spökenkickerei und totale Begriffslosigkeit immer wieder zusammen. Genau wie übrigens in den Börsennachrichten. Das ist aber auch eine Entwicklung in der nachhegelschen Philosophie, also jetzt nicht Religion in dem Sinne, aber wir müssen tatsächlich feststellen, dass im Laufe der weiteren Entwicklung der bürgerlichen Philosophie natürlich gerade, ich meine, jetzt in der letzten Zeit postmoderne Auflösung, alles sind nur noch große Erzählungen, Dekonstruktion, führt natürlich dahin, dass die Frage Glauben und Wissen nochmal wieder aufs Tapet kommt. Irgendeine Überzeugung muss ich haben, bevor ich handeln kann. Also ich weiß nicht, was dann passiert, motiviert nicht sehr zum Handeln. Wenn ich aber die Überzeugung, die ich vorhin Raten und Testen genannt habe, also systematisch die Vernünftigkeit der Welt anerkennen in meiner eigenen vernünftigen Praxis, wenn ich die zurückweise, ja, was bleibt mir denn dann noch? Außer, ich spüre es. Also Schwachsinn. Özgür, hast du noch eine zweite? Eine weitere Frage hat uns von Andrea erreicht. Sie fragt, welche Rolle spielten die Naturwissenschaften in Hegels Philosophie?
Hat er aktuelle naturwissenschaftliche Erkenntnisse behandelt? Ja, und zwar teilweise ganz fürchterlich. Naja, also gut finden an den Stößen, die er gegen manches, was da aufkam, gerichtet hat, kann man, dass es sozusagen eine vorausschauende Abwehr von Reduktionismus ist. Dass er sagt, ich brauche doch ein bisschen ein gesamteres Bild, als irgendwie, jetzt habe ich rausgekriegt, dass, da passiert immer das, wenn ich da drauf drücke. So. Aber in der Tat finden wir da sozusagen schon eine Fußangel gelegt, was ich vorhin die falsche Arbeitsteilung genannt habe. Philosophie darf spekulieren und begründen und Naturwissenschaft darf, er hat eine gewisse Immunität tatsächlich gegen Befunde. So, er ist nicht sehr offen für, da ist das und das gefunden. Es gibt diese Anekdote, du wirst sie besser kennen, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Wie läuft sie genau? So. Erzähl sie mal. Nee, ich kann sie nicht erzählen. Du kannst sie nicht erzählen. Ich bin nicht so spontan. Hältst du sie für wahr? Sagen wir so. Nein. Also ist sie passiert? Es ist mir passiert. Ist sie passiert? Ist diese Geschichte passiert? Es gibt eine Geschichte über Hegel, wonach er eine Definition, ich glaube, von der Pflanze oder irgendwas gegeben hat. Ja, das ist eine Anekdote. Also, und auf dem Niveau sind wir genau, in diesem Fall. Also ich denke aber schon, dass Hegel die ganze Zeit auch schon im Tübinger Stift und auch in der Berner Zeit politische Ökonomie, Naturwissenschaften jeder Art sehr ordentlich studiert hat. Ich meine, in seiner Weise ordentlich studiert heißt ja immer, ich mache eins Konspekt. Mhm. Ne, deswegen ist der Mann ja auch so langsam gewesen. Mhm. Der Unterschied oder sagen wir mal die Degradierung von Erfahrungswissenschaften ist, heißt halt eben, die Bewegung des Begriffs, die innere Bewegung des Begriffs ist als Entäußerung der absoluten Idee viel wichtiger und maßsetzender als eine Erkenntnis aus dem besonderen Endlichen. Und insofern überbetont er die Entwicklung des Begriffs. Ja, würde ich auch so sehen. Er sieht eine Achillesferse der Naturwissenschaft, die sie damals schon hat und die sie heute traurigerweise die größer geworden ist. Inzwischen ist es ein Achillesbein oder sowas, wie ein Raucherbein. Und das ist eine Naivität im Umgang mit Begrifflichkeiten. Also zum Beispiel, ich nehme ein älteres Beispiel, das sich erledigt hat, damit niemand beleidigt ist von den Damen und Herren, die jetzt diese Wissenschaft treiben, zu sagen, ein Tier macht immer das und das aus Instinkt. Da hätte Hegel gesagt, das ist nur ein Wort, damit wird nichts erklärt. Ihr sagt einfach, das Tier, du kannst es auch aus Trieb oder so, was willst du mir sagen? Das ist keine Theorie, weil es einfach einen Namen auf was klebt. Und dagegen hat er eine Allergie. Alle naturwissenschaftlichen Stellen, auch über Astronomie und so weiter, in denen er kritisch wird, sind die, wo die Leute denken, ein Singular Term auf was kleben, erledigt das Problem. Das erledigt es nicht. Genau. So, und was du Überbetonung nennst, dem gegenüber, glaube ich, versteift er sich manchmal ein bisschen sehr darauf, weil sie den Begriff und die Begriffsarbeit und die Definition und was folgt aus der Definition und wo sind Widersprüche und welche muss man entfalten, so vernachlässigen und so stiefmütterlich behandeln, klingt es manchmal, als ob er glaubt, wenn man das tut, würde es reichen, um wirklich was rauszufinden über die Wirklichkeit. Und da wäre ich skeptisch. Reinhard, nochmal? Da ist sowas dran, aber ich würde sagen, hier haben wir es jetzt wirklich mit einem Beispiel für das zu tun, was er ja auch immer urgiert. Das ist ein historischer Stand. Jede Wissenschaft, die halbwegs was auf sich hält, ist inzwischen an einem Punkt angekommen, wo tatsächlich sehr viele Fragen erörtert werden, die keine praktische Relevanz haben. Nur wird das natürlich alles gerade zusammengekürzt. Denn praktische Relevanz im Kapitalismus heißt natürlich nicht Milch rausziehen, sondern Milch, die Kohle bringt, rausziehen. Und das heißt, du hast überall so Situationen, es gibt diesen Film Contact mit Jodie Foster, wo sie irgendwie am Arecibo-Teleskop, das jetzt übrigens geschlossen ist, Signale sucht, ob irgendwie außerirdische Zivilisationen existieren. Und dann kommt ein Arschloch aus Washington, Steuergeld, bla bla, und sagt, wir müssen das hier mal abstellen, weil das ist Orchideenkram. Also mit anderen Worten, damit kannst du keine Raketen bauen oder so. Also praktischer Nutzen,
politischer oder kapitalistischer Nutzen. Und dann kommt, und das ist die wahre Tragödie heutzutage, dann kommt ein Kollege von ihr und sagt, genau das ist totaler Schwachsinn, das braucht kein Mensch, anders als meine Forschung über Doppelsternsysteme. Das heißt, diese Vollidioten betätigen sich ständig als Streikbrecher gegenseitig und sollen sich dann nicht wundern, wenn das Ding abgeschafft ist in 10 Jahren. Also wenn die Naturwissenschaften nicht dringend ein bisschen politischer werden und sich ein bisschen mehr sperren gegen diese Vernutzungsscheiße und gegen diesen das da, dann werden wir eine Nacht erleben, gegen die das Mittelalter eine Blüte der Vernunft ist. So. Özgür, letzte Frage. Okay, das war's. Schönes Schlusswort. Ja. Die Welt geht unter. Das war's an Fragen. So, all shall be well and all manner of things shall be well. Nein, ich muss noch... Ja, da ist noch eine Frage. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen? Ja, genau. Emily. Mit Determinismus sind wir immer schlecht gefahren im Kampf gegen das Bestehende. Also es gibt dieses Wort vom subjektiven Faktor, das hat ein rheinischer Ökonom namens. Es ist notwendig, ein paar Dinge zu kennen, um zu merken, hier stimmt was nicht. Oder, also Naturwissenschaftlerinnen, die ich kenne, die Hegel lesen, sind näher an Fragen stellen, die ein bisschen weitergehen als, was ist mit meinem Doppelsternsystem. Aber es ist nur notwendig, es ist nicht hinreichend. Hinreichend ist, dass man kapiert, in dieser Scheiße will ich nicht leben. Aber das ist so schwer auch nicht. Okay, ich komme jetzt zum Abschluss. Tatsächlich. Nochmal die ökonomische Angelegenheit. Also wer heute diese beiden Bücher oder eins von denen bestellt, der bekommt halt eben diese Jahresgabe von der Peter Hacks Gesellschaft dazu. Und dann möchte ich auch noch einmal sehr gerne ein wunderbares Zitat von unserem großen Meister vorlesen, nämlich das Zeitungslesen des Morgens früh ist eine Art von realistischem Morgensegen. Man orientiert seine Haltung gegen die Welt an Gott oder an dem, was die Welt ist. Jenes gibt dieselbe Sicherheit wie hier, dass man wisse, wie man dran sei. Und ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Zeitung lesen, Moment mal, junge Welt, ich bin jetzt gerade hier. Also alle, die noch kein Abo haben, die müssen jetzt hier gleich bei meinen Kollegen entweder das super günstige 3-Monate-Abo für 62 Euro abschließen oder die vorsichtig zaghaften können auch ein 3-Wochen-Probe-Abo umsonst bekommen. Aber die junge Welt muss sein, wie ihr dann seht. Und ihr habt dann einmal den mit Hegel, mit diesen Hegel-Büchern gibt es also den Weltzusammenhang, die Welt auf den Begriff gebracht, in einer bestimmten Zeit. Und wie das jeden Tag sich ändert und wuselt und so weiter, das kriegt ihr in Konkreto dann von der jungen Welt geliefert nach Hause. Dietmar, ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Und bei Hegel war es ja immer so, dass er am 15. Juli immer eine Champagnerflasche öffnete. Sturm der Bastille. Wir trinken auf die Französische Revolution. Wir trinken auf Hegel. Ich trinke nicht nur auf die Französische. Nee, ich bin noch nicht fertig. Auf die Oktoberrevolution und auf die, die wir zusammen noch machen. Müssen, okay. Ne, wir erleben das noch. Dankeschön an alle. Vielen Dank. Ja, das ist die Auflage. Ne? Wir dürfen ja nur Wasser hier. Ne, aber wir predigen Wasser, aber ja. Ihr müsst auch nicht zugucken. Tschüss. Danke auf dein Wohl, ne? Gleichfalls, danke.